Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. 1985 hat die vor allem in jenen Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts auch international erfolgreiche Popgruppe STS nach den Anfangsbuchstaben der Namen der drei Mitglieder einen Song mit dem Titel Großvater im Dialekt Großvotter herausgebracht. Ein Lob auf den Großvater, der dem Enkel, der Sänger in Ich-Form, ein großes Vorbild ist, sodass er im Refrain sich wünscht, ob er nicht auf einen schnellen Kaffee herunterkommen könne. Denn er möchte ihm so viel sagen, dass er erst jetzt versteht. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergesse ich nie. Und heute soll uns Jesus für diese Minuten des Gebetes dieser Großvater helfen, bei der Betrachtung des Evangeliums der heutigen Messe. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Die Jünger wollen eine Unterkunft in einem samaritischen Dorf besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, heißt es an dieser Stelle, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Die Samariter, traditionellerweise als Mischvolk bezeichnet, haben sich mit den Juden oft nicht verstanden, weil sie nur zum Teil in demselben Glauben lebten. So war ihr religiöser Mittelpunkt nicht der Tempel, für einen frommen Israeliten selbstverständlich, sondern ihr Heiligtum auf dem Berg Garizim. Diese Zurückweisung bringt Jakobus und Johannes offenbar in Wut. Heißsporne, die sie sind, deshalb werden sie von Jesus selbst Donnersöhne genannt, die gehen da so weit, dass sie gleich alles niedermachen wollen. Sie fragen Jesus: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Doch Jesus kann mit dem ganz und gar nicht. Er wandte sich um und wies sie zurecht, heißt es. Und es war auch kein Problem, denn sie gingen zusammen in ein anderes Dorf, schließt das heutige Evangelium. Aber es bleibt das Problem des Donnerns, also Ärger, Zorn, Gewalt. Alles das bricht manchmal aus dem Menschen heraus, wie mit Urgewalt, und möchte den anderen hinwegfegen, eben mit Gewalt. Da erkennen auch wir uns wieder. Und du, Herr, würdest uns genauso zurechtweisen wie Jakobus und Johannes. Und du tust es ja auch, wenn wir beten und auch im Gewissen. Und dann, wenn wir uns wieder abgekühlt, wieder beruhigt haben und erkennen und vielleicht sogar über uns selbst entsetzt sind oder anders irgendwie still, beinahe resignieren und denken, ich bin halt so, das ist mein Charakter. Aber dazu schreibt der heilige Josef Maria in seinem Büchlein Der Weg, es liegt an deinem Mangel an Charakter.
Wie geht das jetzt? Wie kann ich das machen, dass ich besser werde, dass ich das anders mache? Wir können Anleihe nehmen beim eingangs erwähnten Großvater. Er war ein sehr passabler, ein ausgeglichener Mensch, als der Enkel ihm einmal in seinen wilden Jahren ein paar tausend, damals in Österreich, Schillinge aus seinem Kasten gestohlen hat und sie dann in der Diskothek verbraucht hat, hat er ihm bei der Konfrontation darüber nur mit traurigem Blick gesagt: Komm, lassen wir es bleiben. Geld kann gar nicht so wichtig sein. Über seine Frau, also die Großmutter, die den ganzen Tag lang immer nur geredet hat, hat er einfach gesagt: Ich habe sie gern. Ich muss nicht immer alles hören, was sie sagt, also auf die Art: Ich liebe sie. Das andere ist nicht so wichtig, das halte ich schon aus. Durch die Art, wie er gelebt hat, so geht der Text weiter, hat der Enkel eine Ahnung bekommen, wie man es vielleicht schafft. Dein Grundsatz war, zuerst überlegen, eine Meinung haben, dahinterstehen, niemals Gewalt, alles bereden, aber auch keine Angst vor irgendjemanden. Deshalb wünscht er sich so sehr, dass er mit dem Großvater das und alles noch einmal besprechen kann. Wir tun das mit Jesus. Er braucht nicht herunterzukommen. Er ist mitten unter uns in der Eucharistie und auch ist er unserem Herzen nahe. Aber wir wünschen uns auch so ein ausgeglichenes Temperament, einen solchen Charakter wie eben der vom Großvater. Geduld, überlegen, niemals Gewalt, Liebe und Verständnis für die anderen. Da heißt es am Anfang des Liedes wörtlich von ihm, von das hat er gesagt, das ganze Leben besteht aus Nehmen und viel mehr Geben. Und das alles ist eigentlich das gute Leben. So sollte man leben. So wünschen wir es uns, dass wir auch so werden, und zu einem gewissen Maß sind wir das ja auch jetzt schon. Johannes, einer der Donnersöhne, ist gegen Ende seines Lebens, als er seine Briefe schreibt, ganz anders geworden. In diesen Briefen spricht er mit überzeugenden Worten von der Liebe, oft immer wieder. Das ist das Entscheidende des Gläubigen. Er ist kein zürnender Donnersohn mehr, sondern ein sanft mahnender Apostel der Liebe. Es ist möglich. Es geht. Ich kann mich verändern. Mit deiner Gnade, Jesus, bitte weise mich zurecht. Ich brauche das. Und mit der täglichen kleinen Mühe. Innerlich, auch mit der Hilfe des Schutzengels, sich zu sagen, jetzt Geduld, jetzt kein Aufbrausen, etwas Selbstbeherrschung, das geht schon. Jetzt gute Gedanken über den Nächsten, ein Gebet für ihn. Dann kann ich so werden wie dieser Großvater im Lied. Ein gutes Beispiel für die anderen. Und ich kann so werden wie Johannes, ein Botschafter der Liebe, ein Heiliger. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Erregungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel bittet für mich.